Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt extra nach oben gegangen ins Schlafzimmer, um euch mitzuteilen, dass ich dem Bernd gleich sagen werde, dass ich weiß, was wir bekommen, also das Geschlecht von unserem Baby. Ich bin ja jetzt im 8. Monat schwanger und eigentlich wollten wir uns überraschen lassen. Also wir haben bei jedem Ultraschall, der gemacht wurde, immer extra gesagt, wir wollen nicht wissen, was es wird. Und jetzt war ich ja im Krankenhaus und gestern hat sich die Ärztin verplappert und deswegen weiß ich das jetzt halt. Und Bernd weiß das noch nicht. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ihm das sagen soll oder nicht, weil halt die Überraschung total, ja, weg ist. Ich meine, ich freue mich total zu wissen, was es wird. Wir haben ja mehrere Jahre, also 5 Jahre oder so, versucht, schwanger zu werden und das hat nicht geklappt. Und ja, nun hat es doch geklappt auf natürlichem Weg ohne Kinderwunschklinik und so. Und ich weiß jetzt halt, was es wird. Und wir wollten halt ja nach der Geburt, nach diesem anstrengenden Ereignis dann so zwischen die Beine gucken und dann, oh, es ist ein Mädchen oder oh, es ist ein Junge. Ja, und das ist jetzt halt kaputt, weil ich es schon weiß. Und ich werde dem Bernd nachher erzählen, dass ich es weiß, dass sie sich halt verplappert hat und werde ihm selber die Entscheidung lassen, ob er es wissen möchte oder nicht. Und ich bin ganz gespannt, wie er reagiert. Und ich wollte euch mitnehmen, euch die Reaktion nicht vorenthalten. Ja, und somit wisst ihr dann natürlich auch, was es wird, weil ich werde es nicht in den Vlogs verheimlichen können. Also wenn ich hier täglich ein Video hochlade oder fast täglich ein Video für euch hochlade aus unserem Alltag, da werde ich bestimmt mal sagen, der oder die. Und ja, das ist dann halt total doof. Also werde ich es euch auch sagen und dann wissen es alle. Ja, ist dann halt so, ist die Überraschung halt kaputt in dem Sinne. Ich meine, das ist trotzdem ja total aufregend und faszinierend. Schreibt mir mal jetzt bitte in die Kommentare, was ihr meint, was es wird. Einfach nur so jetzt, bevor ihr das Video zu Ende schaut und wisst, was es wird, weil ich es halt sage gleich in dem Video. Wahrscheinlich, also wenn Bernd es nicht wissen will, was mache ich denn dann? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er es wissen will. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn er das nicht wissen will, dann kann ich euch das ja gar nicht sagen. Es bleibt spannend. Was ich noch sagen wollte ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das erstmal nur Bernd alleine sage und Calvino noch nicht. Weil, ja, wenn jetzt zum Beispiel Bernd sagt, er will es nicht wissen und Calvino will es wissen, ist schwierig. Ich werde es den beiden gleich einfach beim Abendessen erzählen. Das Gute ist ja, dass oft eine Kamera so steht oder ein Handy so steht, dass wir gefilmt werden würden könnten. Also nicht wundern, die sind das gewohnt, dass hier so Kameras rumstehen und dass man gefilmt wird einfach so, weil ich halt jeden Tag vlogge fast. Von daher werden die sich nicht wundern, wenn da gleich ja das Handy so steht, als ob wir gefilmt werden. Da werden die gar nicht drauf achten. Und bis gleich. Ja, ich habe hochgeguckt halt. Er fragt, ob du So. noch ein Schweineohr hast Ja, für die ihn. andere Seite habe ich noch vom Schwein. Ist er am Duschen noch oder? Würdest du es wissen wollen? Nein. Ja, warte nur. Weiß ich nicht. Smurfy, ding dein linkes Ohr. Smurfy.
Freundchen, so kann das er hier trüben kann. Wenn er Freundchen? Dann sagt, ich hör auf, wenn ihr Leckerchen für mich habt. Ja, du weißt doch, dass deine Mama immer gesagt hat, wenn ich zum Ultraschall musste. Und auf den Zettel schreiben. Und auf den Zettel schreiben. Und ich habe ja immer gesagt, das mache ich nicht, weil ich Angst hatte, dass entweder sagt sie uns das dann oder verplappert sich oder. Und dann habe ich aber gestern so im Krankenhaus der Ärztin gesagt, die soll bitte, wenn, nur wenn sie durch Zufall sieht, das auf den Zettel schreiben und. Weil wir wollen uns überraschen lassen, aber das ist für die Schwiegermutter dann halt. Die würde sich das so wünschen. Ja, und dann hat die halt so Ultraschall gemacht und ja, da okay, das okay, Plazenta okay. Das ist enorm beliebt. Und da ist das Geschlecht. Und dann hat sie das halt gesagt. Ja, und? Ja, und dann weiß ich das jetzt. Ja, und? Jetzt wird es auch wissen. Habe ich eine Wahl? Ja, klar. Dass ich es dir nicht sage. Mit einem Junge, mit einem Mädchen. Der Tonrecht, ne? Könnt ihr mit Zöpfchen machen? Mit was? Mit Zöpfchen machen? Zöpfchen machen, ja. Mädchen. Also, ja. Die hat gesagt, nicht 100%, weil altes Gerät, aber, auch war kein Geschlecht. Also, es war nichts zu sehen zwischen den Beinen, hat die gesagt. Geschlechtslehrer-Raum. Ein Ratner ohne R. Etty, hörst du auf? Du kriegst ein Mädchen. Du machst alles kaputt, Hund. Ja, jetzt guckt ganz schuldbewusst. Ja. Ja, ist doch schön, oder? Wolltest du da immer haben. Ja, ich hab gemeint vor Freude. Du nicht. Ja. Ja. Ich hab das noch nicht in ja. Ich, ja. Das müssen wir Calvino sagen. Das müssen wir Calvino sagen, wenn der das wissen will. Vielleicht will er das ja auch nicht wissen. Das auch nicht, du wolltest es ja wissen. Ja, es ist unser schöner Moment kaputt. Warum? Ja, wir haben ja jetzt 8 Monate darauf gewartet, dass wenn die Geburt war. Murphy! Ja, vielleicht werden wir doch mal überrascht. Das ist doch ein junger Wirt. Phil! Ja. Komm mal hier. Eddie, du machst jeden Moment kaputt. Jeden speziellen Moment. Spitz mal die Ohren. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Nein, nur für Leckerchen kommt. Jeden Moment. Was wir wollten. Die Reaktion von dir war Etty. Ja, sorry. Er am Kaul ist wieder. Ja, und dann als sie das gesagt hat, ich wurde ja dann danach entlassen aus dem Krankenhaus, bin ich am liebsten in der Stadt gegangen und hätte ganz viel geshoppt. Hast du da was? Rosa, nein, habe ich nicht. Ich habe noch nichts gekauft. Hm. Ich würde so gerne. Ich habe heute alle Online-Shops schon angeguckt. Und nichts gekauft. Weil ich Angst habe, dass ich jetzt rosa kaufe und dann. Das war ja mal sehr unspektakulär, oder? In anderen Videos immer so, ja, wir bekommen ein Mädchen oder wir bekommen einen Jungen in anderen Videos und dann nehmen die sich in den Arm und fangen an zu weinen und bei uns so, ja, okay, Smurfy, hör auf zu kauen irgendwas. Wir sind halt sehr, ja, wie soll ich sagen, emotionslos? Nein, wir haben schon Emotionen, aber halt nicht so überschwänglich. Wie viele andere vielleicht. Ja, aber so ist das Leben. Ne? Nicht jeder ist gleich, alle sind verschieden. Das regnet total. Ja, so, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt weiß Bernd Bescheid. Ich habe mich doch dafür entschieden, das erstmal nur Bernd zu erzählen. Ich habe das gemacht nach dem Essen, denn ja, ich hatte schon am Anfang vom Video gesagt, was ist, wenn einer das wissen will und der andere nicht. Dann ist es halt voll doof. Ich habe es dem Calvino auch schon erzählt gerade, als ich ihn ins Bett gebracht habe.
Und ja, der hat sich total gefreut. Ne? Der hat ja so schon immer mit dem Bauch gesprochen und oh, hallo, kleiner Bruder, weil wir ja immer gesagt haben, es wird ein Junge. Also Bernd ist immer davon ausgegangen, dass das ein Junge wird. Ja, und jetzt sagt er halt, na, kleine Schwester, wie geht's dir? Und ist total außer Rand und Band. Wir haben auch einen Namen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir haben das schon mal gesagt, den Namen. Wir sind uns ja so nicht sicher, ob der wirklich bleibt, der Name, aber wahrscheinlich schon. Aber wir philosophieren auch über einen neuen Namen. Mal gucken, es ist noch nichts entschieden, wir schauen mal. Jetzt ist halt nur noch die Sache, dass ich das oder dass wir das der Schwiegermama erzählen oder halt am Geburtstag werden wir das sagen. Die wünscht sich halt so sehr, dass sie weiß, was es wird. Und wir werden haben vor, so eine Art Puzzle zu machen, also halt Buchstaben, die sie dann zusammenpuzzeln muss, also so It's a Girl und dann den Namen halt und dann einzelne Buchstaben und dann muss sie das halt legen, so puzzeln halt, dass es Sinn ergibt. Ja, mal schauen, wie sie reagieren wird. Das kann ich leider nicht filmen, aber ich kann es euch hinterher erzählen. Aber ja, die werden sich sowieso freuen. Ja, gut, meine Lieben, das war die Geschichte von Mädchen oder Junge, Schwangerschafts-Update-mäßig oder Video, wie auch immer ich das nennen soll. Keine Ahnung, ihr werdet es ja sehen im Titel. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!